Hier haben wir ein Hebeisen. Keine Hebamme? Leider nein. Hier haben wir doch einen guten Reifen. Alter! Den können wir nehmen. Das wird funktionieren. Okay. Oh, ein. Wie heißt das? Kreuz. Kreuzschlüssel? Drehkreuz? Ich habe ein Auto und weiß es nicht. Man merkt, wie sehr wir Handwerker sind, auf jeden Fall. Oh, hier haben wir noch was. Oh! Ah, warte. Ich verstehe. Schon zurück. Du musst dich oben festhalten, bestimmt. Ach so. Und dann kutsche ich dich rüber. Alter, warum bin ich nur so klug? Kann mir das einer verraten? Warum mehr ist das so? Du bist halt das höchste Wesen. Bin ich auch. Ganz schön viele Reifen. Wenn du jetzt klug wärst, würdest du sie runterwerfen. Ja, einen mit Felge wäre halt gut, ja. Und zack. Kannst du da irgendwie runter von selber? Ich vermute es doch, ne? Ja, okay. Zebeisen nehme ich wieder mit. Radkreuz. Aha. Ja, sag ich doch. Kreuzdingel. Oh, warte, ich kann mir noch den Motor angucken. Da können wir bestimmt das Benzin reintun, was ich mitgebracht habe. Jetzt kann ich meine Autoskills rausnehmen. Ach, guck mal, ein 3 Liter V6 Turbo. Wahrscheinlich. Oh, geil. Okay, wir müssen in Reifen. Ah, ich kann anheben. Denn okay. Wir wissen, hast Mach. Du eine Reifen dran. Kraft, einen Vektor mit einer Kraft, hast du es zu einem Hebel geschafft. Halt's mal. Denn Strecke mal Kraft okay, ist das Produkt. Da gibt es irgendwie so ein Lied drüber. Warum macht man über das ein Lied? Ich weiß nicht. Warum so, haben wir nicht diese Dinger wie in der Formel 1? Wo man so tschick tschick tschick. Warum reicht es aus, wenn du einmal kurz im Kreis drehst? So, ich heb's an, musst unten den Holzklotz. So. Alright. Now we can roll at least. Ja, dann willst so, du willst du diesmal fahren? Ja, komm. Dann geh mal vorne hin. Dann schieb ich vorne hinten. Okay. Oh. Achso, wir sollen erst schieben. Oh, da geht's bergab. Wo ist mein Kanister? Oh, da! Ach Mensch, ich hätte mich klar! Achso, ich dachte, das kracht jetzt ins... Ich nehme mal den Kanister lieber mit, vielleicht brauchen wir den noch. Nicht, dass wir 10-mal rennen müssen. Aha. Da haben wir den Tankdeckel. Tank füllen. Besser Alter. Als die früher, wo man die Dinge, wie heute, wo man die mit... Habe ich die Geschichte mal erzählt? Ich habe ja mal für die Post gearbeitet. Das wusste ich nicht. Ja, also in dem Job. So. Das war Briefverteil mit Post. Du kennst ja diese Caddies von denen. Ja. Ja, ich stehe ja so an der Tankstelle, ich habe keine Ahnung, wie diese Tankdeckel aufgehen, also diese Tanks da. Lol. Wirklich, ich musste diesen Tankwart fragen. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wie ich mein Auto tanke? Das war halt echt so etwa. Könntest du bitte meine Hand da drunter legen? Ja, mach mal. Ich warte. Oh. Schade. Ja, wir brauchen Strom, eine neue Batterie. Eine Batterie? Ja, mach auf. Was für ein Zufall, dass wir direkt so nah da dran stehen. Ja. Das Ding ist, das müssen jetzt allerdings beides entweder Otto oder Dieselmotoren sein, sonst geht das mit den Startkabeln nicht.
Muss ich irgendwas machen dabei? Starthilfe! Klappt auch beim ersten Mal natürlich. It actually worked. Yeah, I told you so. Sometimes you just gotta have a little faith. Faith, huh? Well, I was doubting. Next time, just trust me, okay? Okay. Yes. Oh, die sind wieder da. No, I don't know. It was a while ago. We need your help now, officer. Okay. Hurry up, please. Absolutely. Thank you. Wir hätten vielleicht nicht so viel in dem Haus rumhängen sollen. Okay, I'll go take care of him. No, just stay here. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Filthy scum! Oh shit, take cover! You're gonna pay for this! Come on, let's go! Wohin schießt der? Okay, so viel zu dem ich fahre. Schade, ich wollte dich eigentlich fahren lassen. Vor allem wegen, was haben die denn jetzt die Polizei angerufen? Fällt mir also auf. Ja, um Hilfe wegen den Einbrechern. Ja, aber wie haben die das gemerkt? Ja, die haben es wahrscheinlich gesehen. Achso, wir haben die Kekse geklaut, stimmt. Ja, und ein Schnurrbart ans Gehege gemalt. Oh scheiße, vielleicht darfst du jetzt schießen und ich muss fahren. Also ich glaube, es wäre da fast sinnvoller gewesen, hätten wir die ausgenockt. Die Frage ist, hätte das was geändert? Oh mein Gott, wenn ich schießen darf, wäre auch geil. Oh, ich muss fahren. Oh mein Gott, ich muss wirklich... Oh mein Gott! Scheiße! Wow! Oh! Das ist ja wie ein PUBG! Alter! Das sieht ganz schön hektisch bei dir unten aus! Oh, oh scheiße! Könntest du bitte die Spur ein bisschen mehr halten? Danke. Ich kann nur so fahren, wie die Autos mir auf der Straße erlauben! Alter! Wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Oder ist das so ein Heckschleuder? Heckantrieb. Haha, habe ich die ausgetrickst? Also ja, wie in GTA, dass die direkt brennen. Oh shit. Vor allem diese Gummiantriebe, ne? Auch so, wenn wir schnell sind, kommt die hinterher, wenn wir langsam sind, nicht. Geht's dir gut? Ja, alles super, wie immer. Fahr mal hier lang. Ich fahr mal hier lang. Oh! Anhalt ist manchmal nicht so gut. Ich bin nur eben gerade gegen den Stein gefahren. Könntest du versuchen, die Spur zu halten? Danke. Geht schlecht, wenn ich... was war das denn jetzt? Was ist das? Polizeiauto. Ah! Oh, fuck. Rückwärtsgang. Nach vorne. Oh! Gedodged. Okay. Oh mein Gott, siehst schon, ich hab's Fahren drauf. Unser Auto raucht. Quatsch. Alter, kannst du den jetzt mal wegkriegen? Am Van vorbei. Ich frage mich gerade, in welcher Zeit das spielt. Boah, ich würde so sagen 70er, 80er. Ja, genau. Ich versuche, die Wege zu nehmen, wo wir nicht unbedingt springen müssen. Wie viel Muni hast du? Oh nein! Natürlich schlägst du nach, anstatt zu schießen. Das ist so typisch Battlefield. Nach zwei Schüssen, die gebraucht sind, muss man nachladen. Oh fuck, oh fuck. Wie viele scheiß fucking Bäume liegen denn da? Oh oh. Also bei... Scheiße. Oh man, bei Need for Speed hätten wir das gehört. Stop, you're under arrest! Stay where you are! Freeze! You okay? Stop! Yeah, yeah!
Pumpgun scheint leer zu sein, wenn er die nicht mitnehmen will. Und wir müssen wieder rennen. Ah, ich hab nach oben geguckt. Nehmen wir das Boot, nehmen wir das Boot da rechts. PUBG. Siehst du das? Ja. Da, oh ja, Gott. Wir müssen es sogar nehmen. Oh mein Gott. Schnell, 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 schnell. Ein fucking Ruderboot. Mann. Wenn wir ein Ruderboot. Alter Entwickler. Jetzt mal ganz im Ernst. Und du siehst jetzt halt auch nicht, wie die damit entkommen sind. Die Polizisten haben natürlich aufgehört, die zu jagen. Und die wissen auch nicht, wo der Flusslauf lang geht. Scheiße. Oh. Also in manchen Dingen sind da ganz schön viele Logikfehler in dem Spiel, das muss ich schon sagen. Stören tut's mich jetzt nicht wirklich, aber es ist lustig. Ja. Hey Vincent. Ja. I think I saw something in the water. It's probably a shark, Leo. Ah ne, wir müssen rechts. Wir müssen links an dem vorbei. Was macht unser Boot da gerade? Ich habe ein paar FPS-Einbrüche also beim Bootfahren. Also bei mir spackt das Boot so ein bisschen. Oh. Nein, nein, okay, nein, nein, okay, nein. Okay, lass es treiben, lass es treiben. Okay, lass treiben. Nee, ich bin eher für Lenken. Nein, ich bin für Treiben. Okay. Nein. Wir sehen uns gerade ein bisschen unstimmig, kann das sein? Okay, links oder rechts? Schnell links, links, links. Ich weiß nicht, ob links die gute Idee war. Ja, doch war sie. Es gibt mehr Spaß hier. Mehr Spaß. Oh. Oh. Wir müssen jetzt gerade paddeln. Du darfst nicht so viel paddeln, links andotchen. Du darfst nicht so wenig paddeln. Oh mein Gott! Nein. Das war jetzt zu früh! Okay, schaffen wir, okay, okay, okay. Paddel, 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 paddel! Paddel, wie du es noch nie getan hast. Ich habe auch noch nie gepaddelt. Oh oh, oh oh. Oh. Scheiße, was ist hier los? Okay, okay. Was schaffen wir? Da dodgen wir okay, dich. Okay, jetzt. Nein, nein, das wollte ich nicht. Nein, ich will rüber. Lass mich doch rüber. Aber, oh. Rip. Eieiei, das war Rip für unser Boot. Okay. Okay, okay, das schaffen wir so. Links schon mal hin. Oh, warum ist das auf einmal so schnell? Oh fuck. Wouldn't it be fast if I just jumped in and swam? Yeah, sure. You try that. I'll just stay in the boat. I think we're through. Okay, das passt, das passt. The rest is just a smooth ride. Und jetzt rechts, rechts. Okay. Ja, so ich dachte, da kommt ein Wasser voll. Nee, fuck. Okay. Holy shit. Oh oh, naja, sowas in der Art. Oh! Okay, okay, rechts, rechts, rechts ein Stück. Oh, 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 weiter rechts, weiter rechts. Okay, nein, 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 nein. Fluvialdynamik. Das schaffen wir, das schaffen wir. Oh, noch mehr, noch mehr. Okay. Ah, was machst du? Nein, 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 nein. Scheiße. Das ist vorne schon so ein bisschen am Aussehen wie der ASB. Die Bilder habe ich auch letztens erst gesehen. Mit dem Dach ist alles okay. Das halt, weil es so alt gebaut ist. Watch out for the rock. Oh, nein, nein, nein. Oh, was? Oh, 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 ganz schlecht. Okay, das geht noch, das geht noch. Oh, oh. Alter, was haben die hier auch für einen kranken Fluss? Oh, oh. Nein, 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 das sieht nicht gut aus.
Oh! Das sieht gar nicht gut aus! Oh! Das sieht nicht gut aus, eher. Und was mit mir? Hilfe! Oh oh. Vincent! Nö. I'm coming! Hilf mir! Hilf mir! Ich komme! Schaut! Komm schon! Ich mach's das. Nein! Oh. Hast du losgelassen? Niemals. Warum lässt du los? Was soll das? Ja. Komm schon. Schon. Komm schon. Ich glaube, wir fallen nochmal runter, sage ich. So. Oh nein. Gut, ich möchte jetzt nur kurz sagen, ihre Hände waren komplett nass. So kriegst du kein Grip. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Und ich schneide wieder Wurst. What of you, huh? Yeah. Alter, ist das Los Angeles? So, what happens now? Das ist Hyrule. Look. Ach, hier stimmt. Dann gehen wir nach links, würde ich sagen, ne? Weil wir gehen ja gegen den Mainstream. Genau. But I'm going after him, with or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold-blooded killer. The world's gonna be a better place. Haben wir vorhin gesehen, was für ein Killer der ist? Wollt ihr kaufen? Nee, tot. You never told me, Leo. What is your story with Harvey? Before I got busted, me and Harvey made a huge score. Bank job? No. You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. Oh, das ist schön zu sehen. Das gefällt mir aber, um das zu verdeutlichen. Ja. Und um Würstchen zu schneiden. Dein eigenes Würstchen? Ja. Ich glaube, man hört sogar, wie ich schneide in der Aufnahme. It's all there. Count it. Das ist doch eine Dodge Viper. Looks about right. Of course it is. You can always trust me. No, I'm not trusting nobody, my friend. Here you go. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Give me the case! What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo! Hand it over, now! It's nothing personal, it's just business. Give me the briefcase. Next thing I know, I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Oh, trust me. He's the one who's gonna be sorry. I'm making things right for me and for my family. So do you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray.
He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? Like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. Was mit meiner Familie? Meine Mutter und meine Schwester, ey.